Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück in unserem Swamp Lake Zoo und damit auch bereits zu Episode, lasst mich überlegen, Episode Nummer 6. Wir sind wieder neben unserem Alligatorengehege, das wir in der letzten Episode bearbeitet haben, und werden heute diesen Bereich hier bearbeiten. Und zwar habe ich mir vorgenommen, hier ein Terrarium zu bauen. Wir hatten ja im Nordamerika DLC auch ein Terrariumtier wieder bekommen, den Ochsenfrosch, glaube ich, war es. Ich dachte zuerst darüber nach, nur für diesen Ochsenfrosch irgendetwas zu bauen, habe mich dann dazu entschieden, dass das aber ein bisschen langweilig wäre, und dachte, da wir ja ein paar mehr nordamerikanische Terrarientiere haben, bauen wir gleich für komplett alle etwas und bauen einen größeren Komplex. Der ursprüngliche Plan war, dieses ganze Terrariengebäude zu verknüpfen mit einem neuen Mitarbeiterbereich und zugleich dann auch mit einem Restaurantbereich für die Besucher. Diesen Plan habe ich allerdings dann schnell wieder aufgegeben, weil es einfach ein bisschen zu viel wurde und es hätte komplett den Rahmen gesprengt. Deshalb habe ich nur diesen Terrarienbereich eben gebaut, den Mitarbeiterbereich danach, den habe ich off-Camera gebaut, und das Restaurant, das gibt dann nochmal eine eigene Episode dann in der nächsten Folge. Ich habe mich hier dazu entschieden, mal ein bisschen von unserem ursprünglichen Baumaterial abzuwenden, habe das australische Holz für den Bau verwendet, weil ich dachte, ich wollte dem Ganzen so den Look geben, dass es sich hier um einen Neubau handelt. Wir haben bis jetzt ja im Endeffekt in dem Zoo diese alte Wildtierstation. Von der Storyline her würde ich sagen, dass diese Wildtierstation viele alte Gebäude eben beinhaltet, die renoviert wurden, die nochmal ein bisschen aufgepeppt wurden. Nachdem das Ganze aber in einen Zoo umgewandelt wurde, ist jetzt dementsprechend auch ein bisschen mehr Geld vorhanden für alle. Und dadurch hat man sich dazu entschieden, zu investieren in einen großen Neubau und dann eben dieses große Terrariengebäude zu bauen. So, das ist der Hintergrund dazu. Deshalb dachte ich, passt es, wenn wir das Ganze dann einfach ein bisschen moderner gestalten, auch mit diesen selbstfabrizierten Glasbauteilen für das Gebäude, was dem Ganzen dann einfach nochmal so ein bisschen, ja, einen moderneren Look einfach gibt. Diese Kombination aus Glas und Holz finde ich generell eh ziemlich schön. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden. Auch als Kontrast eben mit diesem dunkleren Holz als Umrandung und dann eben auch wieder mit diesen Metallstangen dazwischen. Ich habe zwischendrin auch einiges immer ein bisschen rausgeschnitten, gerade wenn es darum ging, dass ich halt Gebäudeteile rumkopiert habe und ums Gebäude rumgelegt habe. Ansonsten hätten wir jetzt ein Video, das eine Stunde gehen würde. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu viel verlangt von euch, euch das Ganze anzuschauen. Und ich glaube, das, was ich euch zeige, reicht letztendlich auch aus, damit ihr seht, was ich gebaut habe, wie ich gebaut habe, was die Herangehensweise war und so weiter, damit ihr da letztendlich halt einfach einen Eindruck gewinnt. Hier hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ihr ja seht, so wie ich das Gebäude gebaut habe, haben wir da so ein paar hässliche Ecken und Kanten, und ich habe ewig nach einem Weg gesucht, wie ich die am schönsten auskleide. Dachte am Anfang, dass es mit Sicherheit sehr schön aussehen würde, wenn ich den Stein von den Tempelsteinen bis nach oben ziehe. Habe verschiedene Versionen davon ausprobiert, bin aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Und habe wirklich bestimmt 20 Minuten oder eine halbe Stunde wirklich gesucht nach irgendetwas, das passen könnte. Und habe mich letztendlich dann für diese runden Rigipssäulen entschieden. Habe die dann noch bemalt, sodass sie zum Stil des Gebäudes passen. Und wie gesagt, habe mich dann einfach für diese entschieden.
Und letztendlich bin ich auch relativ glücklich damit, weil ich denke, die fügen sich relativ gut ein in das ganze Gebäude und ja, geben dem Ganzen so ein bisschen einen schlüssigen Look und vor allem auch wieder so ein bisschen was anderes zu allem, was wir bisher benutzt haben, um unsere Gebäude in dem Zoo zu bauen. Wie ich schon mal erwähnt habe, sind Gebäude eigentlich nicht so mein Steckenpferd im Planet Zoo. Ich liebe es, Gehege zu gestalten, Landschaften zu gestalten und so weiter. Glaube, da bin ich auch recht gut darin. Gebäude sind jetzt eigentlich nicht mein Ding, weil mir da so ein bisschen die Geduld und auch das Auge fürs Detail dann so ein bisschen fehlt. Deshalb tue ich mich da immer ein bisschen schwer. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich letztendlich mit dem Endergebnis, was hierbei rausgekommen ist, sehr zufrieden, beziehungsweise sogar mehr als zufrieden bin. Wenn euch das Gebäude gefällt, lasst mir doch einfach in den Kommentaren einen Hinweis dazu da. Dann kann ich euch dieses Gebäude gern auch in den Workshop hochladen. Das Einzige, was ich euch vorab schon mal sage, das werdet ihr später dann kurz auch nochmal sehen, was hier für mich ein bisschen schwierig war, wo andere vielleicht nicht so die großen Schwierigkeiten damit haben, das ist letztendlich das Ganze mit den Wegen zu verbinden. Das war wirklich ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich es ja auch so gestaltet habe, dass das Ganze ein bisschen erhöht ist, also dass die Besucher auch nicht ebenerdig in das Gebäude reingehen, sondern eben so ein kleines bisschen nach oben, war es dann ein wenig schwierig, ja, die Wege richtig zu gestalten, richtig zu verknüpfen und vor allem dann auch in einer Höhe zu haben, dass es nicht bescheuert aussieht, wenn die Besucher da drin rumlaufen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann später noch. Auch hier habe ich die Fenster wieder selbst gestaltet. Da ja tatsächlich Sonnenlicht auch in das Gebäude einfallen sollte und deshalb habe ich eben keine Kunstfenster genommen. Und hier gerade noch so ein bisschen Fundament dazu, um das Ganze auch so ein kleines bisschen echter wirken zu lassen. Ja, war alles so ein kleines bisschen Fummelarbeit und ich habe mich dann irgendwann auch so ein bisschen in der Detailarbeit verloren. Geht euch vielleicht auch so, weil hin und wieder immer so dieser Punkt kommt, ach ja, und das könnte man noch machen und das könnte man noch machen und wenn wir das noch machen, dann sieht es noch richtig gut aus. Oder man hat immer so das Gefühl, gerade bei einem Gebäude, es fehlt noch ein bisschen was. Es sieht noch zu nackig, zu unfertig aus und da muss man noch irgendwas machen. Und so ging es mir hier eben auch, gerade mit dieser großen hellen Holzfläche, wo ich dachte, nee, das kannst du nicht so lassen, das sieht noch zu langweilig aus, da muss noch irgendwas dran. Deshalb habe ich als zusätzliche Umrandung dann eben noch diese Holzstämme genommen, die ich ja gerne auch bei den anderen Gebäuden verwendet habe. Und dann eben auch wieder diesen Dachfirst aus dem Arktik-Paket. Hab damit so ein bisschen rumexperimentiert und rumgespielt und hingebastelt und dann wieder gelöscht, weil ich festgestellt habe, nee, das ist zu viel, das sieht nicht aus. Und gerade das, was ich jetzt hier mache, das wird dann gleich wieder gelöscht, weil ich dachte, jetzt hast du schon dieses wunderbare helle Holz genommen und jetzt verdeckst du es wieder mit diesen Bauteilen. Das wollte ich nicht. Hab dann dieses wunderschöne Wanddeko-Element gefunden aus dem Arktis-Paket. Was das Schöne daran ist, wenn man es nicht komplett in der Wand versenkt, sondern nur bis zur Hälfte, dann bleibt auch nur die Hälfte von der Deko übrig und dann kriegt man dieses wunderschöne Muster. Hast du ein bisschen an Zebra- oder Tigermuster erinnert? Und da dachte ich, okay, das sieht doch ganz schick aus. Das nimmst du jetzt als Deko. Hab das dann eben mit diesem Holzfirst aus dem Arktis-Paket noch umrandet und denke damit dann richtig, richtig schönes Ergebnis erzielt. Und einfach halt mal wieder ein bisschen was anderes. Der nächste Punkt war dann natürlich, ich wollte auch einen anderen Boden im Gebäude haben. Nicht den Besucherweg als Boden an sich, sondern eben
einen Custom-Boden mehr oder weniger. Habe dazu dann dieses, auch wieder das aus dem Australien-Paket, dieses Holzparkett letztendlich genommen, das wir für die Wände ja auch schon haben. Diesmal halt nur als Bodenbelag. Also ich finde, dass sich eben ganz, ganz schön macht. Ja, weil das Ganze dadurch richtig, richtig schön hell und angenehm aussieht einfach. Ja, dann habe ich die Terrarien platziert, um so einen Eindruck zu gewinnen, wo ich was stehen haben möchte. Und bevor ich mich dann um die Wege gekümmert habe, habe ich selbstverständlich das Gebäude dann erstmal so hingedreht, wie ich es letztendlich dann auch stehen haben möchte. Ja, hier noch ein paar kleine Details hinzugefügt, eben diese Fensterelemente dann auch auf der anderen Seite. Ich habe ja zwei Eingangstüren letztendlich, weil gedacht ist, dass die Besucher den einen Weg benutzen, um ins Gebäude reinzugehen und über den anderen dann eben wieder raus. Hier dann die Rampe für den Eingang und ja, dann habe ich versucht, die Wege zu gestalten. Ich habe einen Großteil davon rausgeschnitten dann, weil wie gesagt, es war sehr viel Trial and Error. Das heißt, zunächst habe ich es versucht mit der Rasterauswahl zu machen, dann halt die einzelnen Terrarien mit den Wegen einzeln zu verbinden, was beim Großteil auch gut hingehauen hat. Bei diesem Terrarium hier letztendlich dann nicht. Dann habe ich die Wege zum Teil gelöscht, habe wieder neue gesetzt und irgendwie hat nichts funktioniert. Dann waren die Wege plötzlich wieder zu hoch und dann waren sie wieder zu niedrig. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich die Wege eben nicht mit dieser Rasterausrichtung mache, sondern dass ich die Weggestaltung komplett manuell mache. Einfach einen breiteren Weg für drin nehme, dass die Besucher überall hinkommen, beziehungsweise einen großen Bereich des Gebäudes einfach ausfüllen, wenn sie durchlaufen. Und ja, das hat sehr viel besser funktioniert. Jetzt kommen wir dazu, die Innenwände letztendlich zu verkleiden. Da wollte ich nicht auch wieder das Holz nehmen, weil ich dachte, das wird dann einfach zu viel von der Optik her. Das sieht dann nicht wirklich schön aus. Deshalb habe ich unten als Umrandung für die Terrarien dann auch wieder diese Tempelbauteile genommen. Einfach um so ein bisschen ja, einen roten Faden zu haben. Der durch das Gebäude sich durchzieht. Und dann eben oben drüber Rigipswände in einer schönen hellen Farbe, in einem schönen hellen Grau, die das Ganze dann ein bisschen heller machen, weil gerade das Innenleben von Gebäuden bei Planet Zoo muss man immer so ein kleines bisschen drauf achten, dass es nicht schnell zu dunkel wird. Deshalb sollte man eben viel mit Glas arbeiten und viel mit hellen Farben innen. Hier bei den Terrarien habe ich mich dazu entschieden, dass wir verschiedene Einsichten haben. Zum einen diese runden Einsichten, dann die kleinen für die Ladenfenster und für ein Terrarium dann eine relativ große Einsicht. Einfach um da so ein bisschen Abwechslung drin zu haben und das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher, wie gesagt, zu gestalten. Damit es nicht ganz so eintönig und langweilig aussieht. Dann dachte ich, gestalten wir das Ganze so, als hätten wir hier hinten bei diesen beiden Terrarien, als wäre das ein zusätzlicher Gebäudeteil, der vielleicht auch später dazu gekommen ist. Deswegen wollte ich den von der Wand her so ein bisschen abgrenzen, damit das Ganze nicht so groß und überwältigend wirkt dann und einfach auch nochmal einen interessanteren Gesichtspunkt gibt. Hier oben habe ich in die Decke dann ein Loch gemacht, weil wir da letztendlich Glasbauelemente dann einsetzen werden, damit wir dann das notwendige Licht einfach drin haben im Gebäude. Das hier fand ich auch ganz interessant, dass ich eben dann hier die Decke mehr oder weniger über die Glasbauteile gemacht habe, sodass das Licht mehr oder weniger indirekt ins Gebäude einfallen kann. Und dann eben nochmal so einen besonderen Effekt einfach gibt. Um das Ganze dann auch wieder realistisch zu gestalten, habe ich dann hier diese Säulen noch mit eingefügt, die die ganze Konstruktion dann natürlich auch halten.
weil die Decke natürlich nicht frei in der Luft schweben kann. Das Ganze dann dementsprechend auch auf dieser Seite hier. Dann haben wir hier die hässlichen Lücken noch geschlossen damit. Also das ist wirklich wunderbar mit diesen Rigipsteilen, weil die so flexibel sind und so vielseitig einsetzbar. Und vor allem hat man dieses blöde Seafighting auch nicht wirklich, wenn man die Gebäudeteile übereinander legt, sodass es nicht flackert dann. Also echt wunderbar. Ja, letztendlich bin ich jetzt mit der Innenraumgestaltung so weit fertig. Ich hatte dann Schwierigkeiten und habe ständig wieder hin und her überlegt, wie mache ich weiter. Wie mache ich weiter, gerade mit der Dachkonstruktion, damit das Ganze schön aussieht und dass das Gebäude auch nicht zu hoch wird. Das wollte ich auch vermeiden, weil dann sieht es wieder ein bisschen zu globig aus und fügt sich nicht sehr gut in die Landschaft ein. Und habe dann hier was probiert und da was probiert und dann gerade hier jetzt mit diesen Holzbauteilen dann wieder, die mir dann in der Masse, in der ich es jetzt hier gerade setze, eigentlich zu viel wurden und meiner Meinung nach das Ganze dann einfach auch nicht mehr wirklich schön aussah. Deswegen lösche ich es hier auch gleich wieder. Und habe dann erstmal ein Dach gebaut für den einen Teil des Gebäudes. Um dann zu entscheiden, wie wir dann letztendlich weitermachen. Ich bin da an so einem Punkt dann angelangt, wo ich mir dachte, wow, super, und es ist klasse, was du gebaut hast, beziehungsweise was dabei rausgekommen ist. Und dann kam so ein bisschen diese Verzweiflung dann auch auf, vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr eben was super Schönes gebaut habt und ihr seid euch sicher, ganz egal, was ich jetzt mache, ganz egal, wie ich jetzt weiterbaue, es kann nur schlechter werden. Und an so einem Punkt war ich dann einfach auch, wo ich mir dachte, nein, 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 um Gottes Willen, und was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wie willst du jetzt vorgehen? Und du kannst diesen Level, den du jetzt gerade erreicht hast, den kannst du nicht halten. Du verschlimmbesserst es jetzt im Endeffekt nur. Letztendlich habe ich dann eine Lösung gefunden, die ich auch gar nicht so schlecht finde, wo ich allerdings im Nachhinein auch sagen muss, ich bin trotzdem nicht hundertprozentig zufrieden damit. Aber gut, das werdet ihr dann selbst sehen. Da könnt ihr ja selbst dann sagen, was ihr von dem Gebäude haltet. Schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Oder ob ihr vielleicht irgendwas anders gemacht hättet. Ob ihr vielleicht auch eine andere Idee habt, generell an die Herangehensweise, gerade was das Dach angeht, was man da hätte machen können. Sagt mir da doch einfach Bescheid. Vielleicht kann ich da dann auch noch was ändern oder irgendwas noch hinzufügen oder wegnehmen oder was auch immer. Ja, dann finde ich es auch immer schwierig, gerade wenn man so ein Gebäude hat. Man muss ja innen letztendlich auch so ein bisschen was machen, damit es nicht so wirklich leer wirkt. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich einfach so ein paar kleine Pflanztröge bzw. Pflanzinseln reinbasteln werde, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, da es ja letztendlich auch ein Terrarium ist. Dachte ich, passt es ganz gut, wenn wir da auch so ein bisschen Pflanzen oder gerade tropische Pflanzen dann auch reinsetzen. Und gerade eben mit diesen Pflanztrögen wirkt es dann einfach auch wieder ganz anders. Wobei ich im Nachhinein der Meinung bin, ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen können, was die Pflanzen angeht. Vielleicht sogar oben von dieser Empore mehr oder weniger da, wo wir ja diese Glasbauteile haben, dass man da irgendwelche Schlingpflanzen hat, die von dort aus dann runterwachsen. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ob das dann vielleicht zu viel wird, ob das dann wieder Licht wegnimmt oder ob ihr es für eine gute Idee haltet. Irgendwas möchte ich auf jeden Fall noch machen in dem Haus, damit es nicht so arg steril aussieht.
Habe ich dann auch versucht, so ein bisschen unterschiedliche Pflanzen einzubringen, damit das Ganze nicht alles so gleich aussieht. Und thematisch habe ich es auch so gestaltet von den Terrarien, dass gerade dort hinten, dort wo ich jetzt diese Kakteen hingesetzt habe, dass dort eher so dieser Wüstenbereich ist und hier im vorderen Teil eher so diese tropische Ecke, Feuchtgebiete und so weiter. Die Palmen werde ich zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Video dann auch nochmal austauschen, weil ich festgestellt habe, ich habe eigentlich ein relativ hohes Gebäude hier und da würde es sich letztendlich anbieten, dass wir da natürlich auch ein bisschen höhere und größere Pflanzen dann reinstellen und den Platz, den wir zur Verfügung haben, auch so ein bisschen ausnutzen. Deshalb habe ich mich dann für eine größere Pflanze dann auch entschieden. Hier nochmal alles mit Gehegeschildern ausstaffieren letztendlich. Wobei ich im Nachhinein dann festgestellt habe, ich musste trotzdem vor diese, sagt's mir schnell, vor die Terrarien diese kleinen Gehegeschilder hinbasteln, weil wir haben zwar Bildschirme in wahnsinnig vielen Größen, aber die zählen nicht als Gehege-Infotafeln. Als Gehege-Infotafeln zählen wirklich nur die, die so heißen. Und auf diesen großen Gehege-Infotafeln kann man die Reptilien nicht auswählen. Warum das nach wie vor so ist, dass man die dort nicht auswählen kann, weiß ich nicht. Ist letztendlich so, ist schade, aber kann man nicht ändern. Deswegen musste ich diese kleinen Infotafeln, diese kleinen viereckigen Ständer davor dann doch noch hinstellen. Das sieht man hier jetzt allerdings nicht. Das ist auch ein Punkt, den ich rausgeschnitten habe, weil wie gesagt, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Ja, hier war ich dann wie gesagt auch an dem Punkt, wo ich überlegt habe, was mache ich innerhalb des Gebäudes noch, damit es nicht so, so kahl wirkt. Ich hatte zunächst überlegt mit diesen Wandgemälden, die wir ja aus dem Aquatic DLC bekommen hatten, ob ich da vielleicht irgendwas damit bastle, damit damit die Wände ein bisschen bunter sind. Hab dann aber nichts in der passenden Größe gefunden, vor allem dadurch, dass ich halt verschiedene Einsichten in die Terrarien habe, wie diese runde Einsicht, war das ein bisschen schwierig, da irgendwas zu finden, was dann tatsächlich auch passend ist. Und habe mich dann natürlich dagegen entschieden. Unter anderem auch deswegen, weil ich es dann ein bisschen zu bunt fand und das ist eigentlich nicht der Stil, den ich hier in diesem Zoo habe und auch in diesem Gebäude nicht. Dazu ist es einfach ein bisschen zu modern und sieht ein bisschen zu schick aus durch diese Holz-Glas-Kombination. Da hätte jetzt was total Buntes nicht wirklich dazu gepasst. Ja, Innenraum soweit fürs Erste fertig, bis mir wieder was Neues einfällt, was ich dort drin machen möchte. Jetzt gehen wir wieder an den Außenbereich und wie ihr schon seht, ich druckse so ein bisschen herum, was ich denn hier letztendlich noch machen möchte, weil ich immer noch keine Idee habe, wie ich denn jetzt weitermache. Ja, dann habe ich mich dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall hier erstmal mit den Glasbauteilen nach oben hin weitermachen, einfach weil wir das Licht im Gebäude benötigen und damit es von der Ansicht her einfach auch schlüssig aussieht. Was ich denke, bis hierhin war auf jeden Fall auch eine sehr gute Entscheidung. Und alles, was danach kommt, wenn es um den tatsächlichen Abschluss des Daches kommt, wie gesagt, das steht dann letztendlich noch zur Diskussion, weil ich da nicht zu 100% damit glücklich bin. Also da wäre eventuell noch Handlungsbedarf. Für diesen
sogenannten Anbau habe ich mich dann dazu entschieden, dass wir da kein Spitzdach benötigen bzw. verwenden werden, sondern habe mich dafür ein Flachdach entschieden, was da auch ganz gut passt und auch recht gut aussieht. Habe dann überlegt, das Ganze auch für den größeren, für den vorderen Bau zu benutzen. War damit dann auch recht zufrieden. Habe überlegt, das Dach dann irgendwie noch ein kleines bisschen höher zu gestalten, beziehungsweise eine Art Giebel da noch irgendwie zu bauen und dann nochmal so eine Zwischenwand mit dem Rigips einzuziehen. Wusste dann aber nicht wirklich, wie ich dann weitermachen sollte, beziehungsweise wie ich das Ganze weiter gestalten sollte. Durch diese zusätzliche Rigipswand wäre das ganze Gebäude dann auch wieder wahnsinnig dunkel geworden. Und deshalb dachte ich, nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einfach ein Glasflachdach, das wir oben einsetzen, über die komplette Ebene. Und belassen es dann letztendlich auch dabei. Denn alles, womit ich jetzt noch an Ideen dann gekommen wäre, das wäre alles nur schlechter gewesen als das, was ich jetzt letztendlich gemacht habe. Vor allem finde ich dieses Glasdach, das ich jetzt verwendet habe, macht auch noch einen schönen Lichteffekt dann innerhalb des Gebäudes, je nachdem wie das Licht einfällt. Und ja, für den Anbaugebäudeteil habe ich mich dann für eine andere Glasvariante entschieden. Aber ich denke, im Großen und Ganzen insgesamt wirkt das Ganze recht vernünftig und recht schön und sieht auch recht schick aus. Wie gesagt, letztendlich bin ich mit dem Gebäude sehr zufrieden. Es fügt sich recht gut ein in die Landschaft. Es erdrückt das Ganze nicht wirklich, gerade dadurch, dass wir gegenüber ja das Elchgehege haben, was eine relativ schöne offene Fläche ist mit dieser wunderbaren Lichtung, die eben nicht viel Schatten wirft oder die ganze Landschaft hier nicht wirklich einengt. Passt das wirklich wahnsinnig gut hier in diesen Bereich rein. Ja, hier gestalte ich jetzt den Eingang ins Gebäude noch, dass das mit diesen erhöhten Wegen nicht so blöd aussieht, sondern dass das ein bisschen ein bisschen schlüssiger einfach aussieht. Ein bisschen angenehmer fürs Auge. Dann haben wir hier wieder unsere Wegbegrenzung. Da dachte ich auch, da brauchen wir jetzt im Endeffekt keine weiteren Zäune machen, weil das engt das Ganze nur ein bisschen ein und lässt das Ganze wie ein Gefängnis wirken. Den Eindruck wollen wir hier nicht entstehen lassen. Deshalb gestalten wir das Ganze ein bisschen offener und bauen halt hier dann nur solche Randsteine dann hin, dass wir wieder eine schöne Abgrenzung zu den Wegen haben. Und ja, dasselbe natürlich auch wieder auf der anderen Seite des Gebäudes. Auch hier werden wir die Rampe dann noch verzieren bzw. einfassen in diese Tempelbausteine. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Tempelbausteine wahnsinnig gerne benutze. Weil die relativ flexibel sind, weil sie nicht ganz so schmal und feingliedrig sind und man so vieles damit machen kann. Ich finde sie so als Bauteile für die Gebäude, finde ich sie ganz schön. Ich würde kein ganzes Gebäude mit den Tempelbausteinen machen, aber so jetzt als Einfassung, wie wir es hier bei dem Gebäude haben, finde ich es wirklich ganz schön. Da macht das auch ordentlich was her. So, letztendlich haben wir das Gebäude soweit fertig. Ich habe einen Großteil davon rausgeschnitten mit den Terrarien, wie ich sie eingerichtet habe. Ich denke, wir haben jetzt insgesamt
5, 6, 7 Terrarien habe ich dort drin in dem Gebäude. Ich dachte, das ist jetzt nicht wirklich spannend für euch, wenn ihr bei jedem einzelnen Terrarium seht, wie ich das Terrarium bestücke, wie ich dann diese Gehegebeschilderung eben neu mache. Ja, das war auch ein bisschen schwierig, weil ich habe ja dann diese normalen Bildschirme für neben die Terrarien benutzt und für unten drunter dann nochmal eben diese normale Gehegebeschilderung. Bei diesen normalen Bildschirmen habe ich die Schwierigkeit, wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn ihr da ein Tier auswählen möchtet aus allen, ist es ein bisschen schwierig, weil dort die Dateien, die Tiere alle englische Namen haben. Und das ist zum Teil, ist es gerade bei den Terrarientieren echt wirklich schwierig, da das richtige Tier zu finden, weil die englischen Namen halt total abweichen von den deutschen Namen. Deshalb habe ich da teilweise auch ewig gesucht. Ja, und wie gesagt, ich wollte es einfach vermeiden, dass ihr dafür 7 Terrarien seht, wie ich die dann letztendlich einrichte. So. Wir haben das Gebäude soweit fertig. Was ihr jetzt seht, ist im Endeffekt, ihr seht die Besucher so ein bisschen durch den Boden warten, weil der Boden ein bisschen zu hoch ist. Wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich das Gebäude aber dann wieder ein bisschen absenke, dann haben wir diese hässlichen Strukturen drin von den Wegen, diese Art Bordsteine. Aus dem Grund habe ich es dann so gelassen, wie es war und habe gedacht, okay, gut, irgendeinen Tod muss man sterben. Ist so. Hier seht ihr nun das fertige Gebäude. Ihr seht, ich habe noch ein Vordach hinzugefügt, ein bisschen Bepflanzung außenrum, um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen. Hier seht ihr wieder die wartenden Besucher, die durch das Holz warten. Ich habe die Terrarienfenster noch ein bisschen verkleidet, um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen. Und ja, so sieht nun unser fertiges Terrariengebäude aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, beziehungsweise die ganze Episode, dann lasst doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, hinterlasst einen Kommentar und schreibt mir doch auch, ob ihr dieses Gebäude ganz gerne haben möchtet. Dann lade ich euch das im Workshop hoch und dann könnt ihr das gerne für eure Zoos dann benutzen. Ich lasse euch jetzt die letzten paar Sekündchen noch allein mit den letzten Eindrücken zu diesem Gebäude. Zeige euch schnell noch den Mitarbeiterbereich, den ich hier noch off-camera gebaut habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Episode von Swamp Lake Zoo. Bis dahin, macht's gut und bye bye!